So, ein neues Spieler im Trend. Let's play 7 Core und ich habe mir zwei Leute an meine Seite geholt. Mr. Lurch. Hallo. Und Sherman. Halli, hallo. Und die werden uns jetzt, also sie werden mich durchführen, weil ich bin hier ein kleiner Popel. Und die haben den schon irgendwie, die wohnen schon da drin, im Tempel von Ionia, in den Trümmern von Ionia. Jetzt bin ich schon reingezont, obwohl ich noch gar nicht so nahe drin war. Und wir machen diesen Dungeon jetzt durch. Level 60er Dungeon. Ihr kennt euch aus? Ja, wir kennen uns soweit aus. Lurch übernimmt die Navigation. Alles klar. Epische Musik im Dungeon habe ich schon ganz vergessen. Ah, ich gehe auf meinen Ekus, oder? Habt ihr den auch? Den haben wir auch, aber wir nutzen hauptsächlich unseren Käfer. Der Käfer. Ja, Moment, den habe ich auch. Er ist einfach ein Stück flotter. Ah, oh, hast du diesen 100% Bewegungsgeschwindigkeit? Genau. Ah, okay. Ich habe beide Buffs. Den habe ich nicht. Ich habe nur zwei Slots frei. Ich habe einmal das Pet, zwei Verbündete beschwören und einmal Geschwindigkeit um 20% erhöhen. Dann nehme ich habe mir einen dritten Slot dazu gekauft. Dann nehme ich vielleicht doch den. Ja, das wäre sicher eine Überlegung wert. Das werde ich vielleicht auch machen. Boah, diese Musik da hinten. So, jetzt aber. Leiser gestellt. Also hier läuft man im Prinzip einfach mal durch, oder? Ich war mal schon kurz alleine drin, habe ein bisschen geschnuppert. Aber eigentlich geht es ja nur um die Bosse, wenn man die Quests nicht hat. Genau, hier taucht man einfach mal so eine Runde durch. Unter Wasser mit dem Mount. Genial. Was habt ihr da schon rausgeholt? Kann mal wer was in den Chat hineinlinken oder irgendein tolles Prachtstück, was mich da vielleicht erwarten wird? Ja, sofort. Ich hol mal was aus dem Lager. Das kann ich mal hier in die Gruppe posten. Ah, du hast das mobile Lager. Praktisch. Ja, das gab's ja aus dem Event ganz häufig bei raus. Sowas Schickes kann man da rausbekommen, zum Beispiel. Rubinohr. Erhöht ja 50%. Das ist krass. Das ist nicht ja, schlecht. Ja, da muss man ein bisschen Glück haben. So, jetzt kommt der erste Kniff. Wenn man hier über die erste Holztreppe hoch ist, dann springt man da dem Lurch immer hinterher. So habe ich das nicht gemacht, als ich hier drin war. Ganz furchtlos. Gibt auch nur ein bisschen Schaden. Merciless. So machen wir das hier. Wo geht ihr? Ihr kennt euch hier wirklich aus. Ich bin langsam. Aber Moment, das mache ich plus 100%. Wow. Ja, ich warte gerade noch ein bisschen. Und die Bosse schaffen wir alle? Ja, natürlich. Alle, ja. Aber irgendwie schon seltsam, so ein Dungeon, wenn man die Mobs nie besiegt, oder? Ich meine, macht das jemand? Nein, wieso ist mein Ekus ist gestorben? Nein! Da hast du zu viel Aggro dann gezogen. Jo, nein, passt schon nicht. Ich bin in Ordnung. Bist schon wieder auf dem Käfer. Gut. So, damit man die Aggro verliert, läuft man dann hier so ein Stück weiter. Habt ihr die beim ersten Mal gekillt, die Mobs, die Trash-Mobs oder nur die Bosse? Beim ersten Mal haben wir einen kompletten Durchgang gemacht. Da haben wir alles gekloppt, was hier drin war. Ach, so, jetzt legt sich der Lurche mit an. Komm, hauen wir den um? Wir sie doch weg, oder? Hauen wir ihn um? Wäre ja gelacht. Der atmet unsere Luft, der hat es nicht an was verdient. Die Käferbande. Alle haben den Käfer? Hat eure ganze Gilde den Käfer, oder was? Das schon ist, recht viele, doch. Das ist auch irgendwie der stärkste Pet, finde ich, mit den zwei Begleitern. Die hauen schon ordentlich rein. Ich hätte das am Anfang gar nicht geglaubt. Ja, doch, Käfer, der fudelt sich immer wieder auf, der Kerl hier. Ja, jetzt läuft er weg. Das Einzige, was mich hier an den... Wo läuft der hin? Ah, okay. Ja, der respottet. Am besten rufst du deinen Käfer auch zurück. Ja, genau. Also warum ich keinen Bock habe auf diese Gegner, weil die ein Sterne-Mob sind, aber nicht viel mehr Erfahrung deshalb geben. Das verstehe ich nicht so ganz. Das ist das Einzige, was mich noch stört hier an den Dungeons so ein bisschen. Ja, das verstehe ich auch nicht so ganz. Die beiden hier vorne, die müssen wir erstmal weghauen, damit wir zum ersten Boss kommen. Weil normal kenne ich das aus anderen MMORPGs, da gibt es ja auch so Solo-Mobs und dann irgendwie entweder mal zwei oder Heroic, jedes Spiel nennt das ja irgendwie anders. Spielt ihr sonst noch andere MMORPGs? Nebenbei so gefragt? Jetzt gerade nicht, aber ich habe eine sehr lange Zeit Fly for Fun gespielt. Okay. Das habe ich auch mal gespielt, aber die Zeit lässt nicht zu. Ja, vor allem bei so einem intensiven MMORPG, ich merke es ja selber bei mir wie 7 Core, da muss man schon ordentlich spielen, um da zu leveln. So, hier würde ich empfehlen, ein paar kleine Schritte zurück zu machen. Okay, ich spiele mal den 2-Stern-Mob. Wo bist du hin? Wie kommst du da rein? Der ist da hinter dem Tor. Ich werde hier einen AOE-Skill benutzen und ziehe die Aggro. Okay, na ich schau mal von hinten zu.
Ich werde die dann mit der Ulti wegräumen. Oder willst du Ulti machen, Lurchi? Ich habe Ulti voll. Ja, dann mach du das doch. Obwohl, wenn ich das mache, sonst muss ich dem Boss immer hinterherlaufen. Ja, wie du willst. Oh, ich mach dann Ulti. Ah, hier ist Gefängnis. So, ah, das muss man wegschießen, das Tor. Nein. Ah, nein, die kann man einfach durchpullen. Greifst nur die dahinter an und die sind Gefängnismauern resistent. Okay. Geht's los? Ja, du darfst jetzt auch mit draufhauen. Ich hab mal Aggro gezogen. Ich hab Angst. Ich war noch nicht so oft in so einem Dungeon. Ich meine, Heldenkerker war ja mal gar nichts, dann. Die Grotten da. Ich merke mir den Namen nicht. Wie heißen die jetzt? Die Grotten. Jetzt kann ich nicht auf die Karte schauen. Im Dschungel. Boah, der geht ja down wie Mutter. Grotte der Ahnen. Ja, ich glaube, den meine ich, ja. Der war ja auch noch zu zweit schaffbar. Aber jetzt wird es ja schon heftiger. Ab Level 50 bis 60 ist da nicht mehr zu Spaß. Ja, die halten ein bisschen was aus. Vor allem der eine mit dem Schild, der hält ordentlich was aus. Hui, was haben wir da erhalten? Edelstein des Geistes. Oh, lila Schuhe für leichte Rüstung. Bist du eigentlich noch auf der Suche, Lurch, nach irgendwas hier, oder? Eher schon auf 70er Level. Okay. Ich glaube. Also die 60er Rüstung habe ich komplett. Die brauche ich nicht mehr. Da hole ich mir jetzt mal so eine Box. Also im Cheap Potato Shop, Box des Siegelbruchs. Die ganzen lilanen Items, das habe ich auch erst so ein bisschen später behirnt. Die sind praktisch hier, da steht gebundener Gegenstand und die haben dann so einen Effekt drauf, der ist aber versteckt. Und wer den haben möchte, kauft sich so eine Box, dann öffnet sich hier so ein Fenster, dann Rechtsklick und schauen wir mal, drückt mir die Daumen. Was habe ich da jetzt? Spannung. Oh, crap. 10% Chance, die Giftabwehr für 10 Sekunden lang um 60% zu erhöhen. Also wenn wir hier einen Giftgegner hätten, okay, aber ich kenne jetzt keinen so spontan. Ja, es kann Schrott drin sein, es kann aber auch ziemlich gutes Zeug drin sein, wie man zum Beispiel an der, was war das, dem Schmuckteil hier vorhin von dir gesehen hat. Boah, was ziehst du hier mit dir mit? Der Rubinring. Ja, hier solltest du am besten wenig Aggro ziehen, damit du, weil sonst stirbt vielleicht auch dein Pet. Aber grundsätzlich ist das hier einmal schnelles Durchlaufen. Und ich habe zum Glück gar nichts zum Wiederbeleben mit, nur diese Low-Level-Spritzen. Jetzt muss ich aufpassen. Aber ich habe noch mein Eagle. Ich habe noch genug Spritzen mit. Plus 12 sogar. Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe. Einfach mit Glück oder mit Rollen? Wie mit Rollen? Oh ja, ja. Mit Schutzrollen. Mit Schutzrollen, ja. Sonst würde ich das nie machen. Aber ich habe mir zweimal dieses Verbesserungspaket gekauft. Beim ersten Mal auf plus 7. Da ist er sogar ein Level gesunken. Und dann mit dem zweiten ging es dann. Laufe ich hier richtig? Wo seid ihr? Hilfe! Immer geradeaus. Wieso seid ihr so schnell? Hier kannst du stehen bleiben. Ja, durch den Speedboost. Okay. Brauchst du denn jetzt noch Spritzen oder? Weil sonst handle ich dir mal ein paar rüber. Na, es lebt noch alles, danke. Aber gut. Je nachdem, wie stark die Mobs werden, komme ich auf das Angebot zurück. Hier kommen jetzt ein Sterne-Mobs, wenn du da durchläufst. Die machen schon ein bisschen mehr. Also lass besser einen von uns vor Aggro ziehen und dann sprintest du hinterher. Ich klemme mich an euch hinten dran. Das ist gut. Also man merkt schon, so ein Begleiter, der Bewegungsgeschwindigkeit um 100% erhöhen kann, ist hier nicht schlecht. Vielleicht, wer sich wundert, warum ich meinen Drakan nicht einsetze, die funktionieren leider in Dungeons nicht. Also Flugtiere kann man in Dungeons nicht einsetzen. Gut, ehrlich gesagt wäre das auch wirklich zu einfach, sonst fliege ich einfach von Boss zu Boss. Ich meine, der Traum eines jeden Farmers, aber so einfach dann doch nicht. Aber zum Beispiel der Ekus kann das, den kann man auch hier verwenden, plus 100%. Ah, komme ich hier nicht drauf? Ich glaube, da kannst du dich hochspringen, da musst du die Treppe nehmen. Plus 100% Bewegungsgeschwindigkeit und der Käfer hat das eben auch. Aber mir war der Platz momentan zu schade, aber vielleicht hole ich mir da. Wow! So, hier kann man rüberspringen, wenn man das möchte. Einfach hopp hopp. Muss man nicht den ganzen Weg da rumlaufen. Ah, okay. Quest habe ich leider noch keine jetzt hier bekommen, aber ich war mal kurz hineinschnuppern und mir hat der Dungeon ziemlich gut gefallen, die Bosse und so. Ich dachte mal jetzt, yo, wird's mal Zeit hier für was Größeres, nicht diese ganzen kleinen Quests im Dschungel. Ich kann den Dschungel schon ehrlich gesagt nicht mehr sehen. Ich hoffe, dass ich schon bald zum Lagunenstrand komme. Oh ja, nein! Nein! Oh mein Gott, ihr würdet mich jetzt am liebsten aus der Gruppe kicken. Bist du runtergefallen? Mann. Okay, das ist gar kein Problem, weil dann aktivieren wir dir den Fahrstuhl. Ah, oh mein Gott, ich war hier
Da war so ein kleiner Spalt dazwischen. Moment, wo ist dieser Fahrstuhl? Du siehst uns ja auf der Map. Jo, ich gehe einfach zu euch auf der Map. Ist da im Wasser irgendwas Gefährliches? Ich glaube nicht. Da unten ist dann so ein Kreis. Allerdings müssten wir dann den einen Boss ohne dich hauen. Weil der ist davor und den müssen wir hauen, damit wir den Fahrstuhl aktivieren können. Oder du läufst halt noch einmal rum. Oder wir kommen einfach zu dir runter und laufen den ganzen Weg nochmal zusammen. Nein, er macht einfach den Boss und dann... Ich glaube, ich weiß, wo es ist. Hier, ja. Ich bin da. Dann klatscht den Boss weg. Wir haben ihn ja schon beim Vorbeigehen gesehen, dieser kleine Magier da. Und genau. Ich stehe jetzt am Fahrstuhl. Ja, das hat der Schilling mal wieder genial gemacht. Ich war ja auch schon im Zeitspalt, bin ich auch runtergefallen beim Phönix. Oh mein Gott. Ja, von der Kette oder direkt neben dem Phönix? Von der Kette beim Rüberklettern. Ja, das passiert aber allen. Na gut, dann beschäftigen wir uns jetzt mal mit dem Boss hier. Go, go, go. Moment, ich gehe mal ein bisschen ran, vielleicht bekomme ich dann Loot. Ja, bekommst du sogar. Wenn du da unten stehst, da bekommst du sogar Loot. Gib mir der Loot, ich brauche EPX. Oh ja, genau, jetzt habe ich euch hier. Weil wenn man zu weit entfernt ist, steht dann hier so ein kleines, ich weiß gar nicht, was ist das, ein X oder irgend so ein Disconnect irgendwie. Und sobald man die Waffe von der Klasse sieht, heißt das, man ist nah genug dran. Der geht ja gut runter. Algol heißt er. Ein 61. Also der Dungeon ist so für Level 60. Also 60er bis 63er Mobs, glaube ich, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ja, richtig. Tummeln sich hier herum. Der macht ja, der geht ja gar nicht. Oh! Jetzt hat mich sogar sein Flächenzauber bis nach unten getroffen. Und ich habe Herz des Bronze-Orkanus. Ich hoffe, das ist nicht der Fahrstuhlbetätiger. Das ist der Fahrstuhlbetätiger, aber solange du in der Gruppe und in der Nähe bist, können wir den trotzdem betätigen. Ah, okay, das ist gut. Aber genau den muss ich bekommen. Was habt ihr bekommen? Raffinierter Amalgam-Zauberstab. Gefertigter. Ah, das Set-Teil. Also jeder droppt ein Set-Teil, ist das richtig oder war das bis jetzt nur Glück? Jeder droppt eigentlich entweder mindestens ein lilanes oder ein grünes. Ah, das ist cool. Also ich bin durchgefallen durch den Fahrstuhl, ja. Das passiert auch mal. Aber bei mir stehst du oben. Also ich sehe dich oben. Ja, ich bin aber selber unten. Das ist mal wieder so ein schöner Anzeigefehler. Ah, okay. Aber cool, dass es auch hier so Fahrstühle und so Sachen gibt. Interaktive Dungeons. Bin ich wenigstens nicht der Einzige, der hier runterfällt. Ah, nee, das passiert mir gerne mal. Ah, hier bist du. Erhöht die Abwehr 60 Minuten lang um 50%. Bist du auf Tank ausgelegt oder DPS? Ich meine, ich habe zwar einen 28er Krieger, aber so genau kenne ich mich auch nicht aus. Also ich bin eher auf DPS ausgelegt mit einem Doppelschwert, weil man da zwei Skills hat, die einem noch kritische Trefferrate bringen. Aber grundsätzlich ist man als Krieger so oder so ziemlich tanky. Also allein durch diesen Skill. Mit der Zweihand kannst du dich ja irgendwie heilen, oder? Habe ich das? Mit der einen Hand kann man sich heilen. Ah, mit der einen Hand, okay. Mit der Zweihand kann man das nicht. Da gibt es nur noch so an, also da hat man mehr Crit-Rate und man hat noch für ein PvP einen schönen Skill, da kann man Gegner an sich ranziehen. Ah, also, der ist übel, den habe ich auch schon ein paar Mal schmecken müssen. Ja, immer ganz gerne gegen Range-Gegner genommen, ranziehen, stunnen und gib ihm. Aber allein schon diesen Buff nur, ich finde den so heftig, also allein jeder Krieger, der den nicht auf 5 Punkte macht, ist in meinen Augen, ja, keine Ahnung, also schon mal durchgefallen bei der Kriegerprüfung. Erhöht die Abwehr um 50%. Das ist einfach von vorne herweg, sagt das Spiel, du hast 50% mehr Verteidigung. Das ist einfach so krass. Irgendwie. Mhm. Das ist wirklich heftig. Das ist echt heftig. So, Lurch rennt da durch wie, keine Ahnung was, Usain Bolt und Felix Baumgartner zusammen. Ja, ich muss die Akro ziehen, um euch zu beschützen. Ich glaube, Sherman hätte das auch geschafft. Ach ja, so ein bisschen, aber. Okay, wo kommen wir bei dir in der Nähe? Wo kommen wir jetzt hin? Ich habe gesehen, irgendwelche Bäume gibt es hier auch. Also, der Dungeon sieht schon sehr prunkvoll aus. Ziemlich beeindruckend. Boah, was da für Monsteransammlungen sind. Also, farmen kann man hier wirklich gut. Nur die 1-Sterne-Mobs, so viel Leben und dann doch so wenig Erfahrung. Da muss man wirklich nachbessern. Ansonsten würde ich die Dungeons hier rauf und runter farmen. Ah, hier haben wir einen Boss. Wie heißt der? Wasserader? Balderias. Okay. Wasserader Balderias. Bombenpilz, Level 100. Gibt es eine Taktik? Ah. Muss ich was beachten? Oder? Die Taktik ist töten.
töten. Das ist immer gut, das ist immer gut. Was macht dein Käfer da? Der macht den Bombenpilz weg, weil es einfach lustig aussieht. Ja, dann will mein Käfer das auch jetzt tun. Ja, dann lass ihn noch. Oh, okay. Der Lurcher hat den Boss schon gepult. Auf geht's. Ich bleib einfach mal in der Entfernung. Ich meine, ich bin ja Schütze. Da ist es, kann es nie schaden, wenn man hinten bleibt, nehme ich mal an. Area of Effect Sachen oder irgendwas wird er schon haben. Mit dem Krieger ist es eigentlich meistens so, sobald der einmal die Aggro hat, ist es eigentlich schwer, die wieder wegzunehmen. Stimmt, das habe ich auf jeden Fall mit meinem Reno gemerkt. Aber so soll es ja auch sein, irgendwie. Na klar, wozu hat man denn die ganze Def, wenn man dann nicht tanken darf? Genau. Der hat noch sein ganzes Mana, aber der verwendet es irgendwie nie. 20.000 Mana und nichts macht er. Entweder nee, daneben wird aber manchmal sein Schild angezeigt. Ja, macht das Schild. Oh, Amalgam-Doppelschwert, das ist doch für mich. Habe ich das glatt bekommen. Sind sie zu schwach oder sind wir zu stark? Das ist hier die Frage. Ah, gibt ja einen Boss drin, der ist wirklich sehr, sehr stark. Den können wir auch machen, aber da gehen wir das Risiko ein, dass wir sterben. Wollen wir mal hin zu dem? Alles, ja, alles. Kann man machen. Ja, ja, klar, wir wollen alles sehen hier. Zeig uns den Dungeon. Dann laufen wir da mal hin. Der ist wirklich sehr gefährlich, der Boss. Der kann ein Schild anmachen, was, glaube ich, 200% war das, glaube ich, des Schadens, den man an ihm macht, zurückwirft. 300 also sogar. 300 sogar. 300% des Schadens wirft er dann zurück und könnt ihr euch ausrechnen, macht 1000 Schaden an dem. Das tut weh. Da würde ich nur noch 453 Lebenspunkte haben. Ja, und sieht man das irgendwie? Gibt es dann einen Effekt oder so, oder? Ja, wie wir das gleich machen, das siehst du dann ja. Also, das erklären wir dann. Wow. Wieso bleibt ihr stehen? Ah, du stirbst gleich. Hilfe. Greifen wir an? Ja, ich versuche gerade das Sternenmob da rauszunehmen. Ah, ich sehe ihn. Okay, ich greife mal ein. Ich hätte noch mein Ulti, aber ich wollte mir das eigentlich aufheben für schlechte Zeiten. Ah, du bist ja Werfer, du hast deine Attrappe und alles. Ich hoffe, wir pullen ihn nicht. Nein, der steht noch weit weg. Ich sehe ihn schon. Wow! Okay, ich bleibe mal eher auf Distanz. Beseninspekteur, die kennen wir ja auch noch von ganz am Anfang, wo Vetano noch bei mir dabei war. Glaube ich? Nein, da war er nicht mehr dabei. Stimmt. Jedenfalls noch von ganz Anfang, Level 15 bis 20 waren diese Besen. Aber die halten schon gut was aus hier. Ja, das sind alles ein Sterne jetzt gerade. Ja. Ich meine, wenn die dann wirklich, sagen wir mal, die geben dann 10.000, dann wäre es ja in Ordnung. Aber die dauern von den Lebenspunkten her 5 bis 6 Mal länger und geben dann fast gar nichts mehr, oder? Ich meine, 1038, das ist ja gar nichts, was ich hier bekomme. Ja, das ist wirklich nicht lohnenswert, die 1-Sterne-Mobs zu hauen. Aber vielleicht droppen die bessere Sachen, Verbesserungssteine oder irgend sowas? Also im 50er-Dungeon war es auf jeden Fall so, dass da habe ich schon von 1-Sterne-Mobs auch lila Sachen gedroppt. 50er-Dungeon. Ah, okay, na dann. So, jetzt kommt der also. Jetzt kommt der große Böse. Man sollte seine Pets auf nicht aggressiv schalten. Okay. Dann sieht es so aus, wenn der sein Schild anhat, dann greift man ihn nicht an und der Aggro hat, der läuft einfach nur weg. Mhm. Und sobald sein Schild weg ist, können wir dann wieder drauf. Aber okay, und vorsichtig sein, auch ohne Schild macht der gut Schaden. Und die Pets lasst ihr auch angreifen oder lasst ihr die einfach zu Hause stehen? Also ich lasse mein Pet gar nicht angreifen, weil die gehen einfach zu oft dabei drauf. Aber man kann es auch machen, also. Okay, na, ich gebe es. Wenn man sagt, es ist doch lustig, so ein toter Käfer hier auf dem Boden. Dann ich gebe es sicherheitshalber weg. Ich hole meinen Reno raus. Nein, der zieht dann vielleicht Aggro. Ich hole gar nichts raus. Ich mache vielleicht noch einen Lebenstrank an. Wo habe ich die? Plus 15%. So, ich bin ready. Das ist eine gute Idee. Den hole ich mir auch noch raus. Sicher ist sicher. So. Dann würde ich mal sagen, ich fange mal an. Weil er sein Schild hat, ihr seht das daneben an der Anzeige. Der macht auch vorher so ein lustiges Bonus sich dann auch. Ah, da ist das Schild. Ich habe nur einmal geschossen und schon fett Damage kassiert. Und ich bin auch tot, aber noch kann ich mich ja wiederbeleben. Jetzt muss der Lurch ein bisschen im Kreis laufen. Ja, ich bin auch schon gestorben. Achso, Schillinge, komm mal wieder ein Stück hier weiter in die Richtung. Ja, mache ich.
Okay, jetzt habe ich Angst. Ich glaube, das ist bisher der stärkste Gegner, den ich je in Seven Core besiegt habe. Ja, Achtung, jetzt hat er wieder sein Schild. Nicht angreifen. Nicht angreifen. Hab's gemerkt, wir müssen jetzt 10 Sekunden warten. Du hast aber noch Aggro. Reflektiert. Also solltest du nicht zu weit weglaufen. Weil sonst respottet er wieder. Punkt. Okay, so, jetzt geht's wieder. Okay. Jetzt dürfen wir wieder hauen. Finde ich wirklich cool, dass die Gegner da auch so Specials haben, wo man dann ein bisschen schauen muss und nicht nur drauf ballern. Wow, wow, wow. Ah, Sturmschild. Oh, ouch, das hat wehgetan. Ein Schuss nur und ich bin down. Okay, jetzt, ich laber mal nicht so viel dazwischen. Ich wäre auch fast tot gegangen gerade. So, Schild ist wieder weg, wir dürfen wieder. Gut, dann sag du einfach an, wenn das Schild kommt, wenn du es sofort merkst. Und ich laber da jetzt nicht so viel rein, dass wir den Mob hier down kriegen. Ah, Schild. Achtung, stopp. Schild ist an. 10 Sekunden. Das war knapp. Ja, der kauert sich kurz bevor das Schild macht einmal so zusammen. Aber das Schild ist weg. Ganz Schild kurz. Ist weg, wieder rauf. Ja, das, ganz kurz. Das sieht man kaum, das ist echt übel. Ich hab den selber jetzt auch erst dreimal gemacht, von daher. Stopp! Schild. Das ist eher so der Gegner, Schild. Den man meidet. Ja. Also den machen wir jetzt auch nur aus Vorführeffekten hier. Sonst ist der nicht lohnenswert, da kann man lieber ein zweites Mal reingehen und die leichteren hauen. Geht wieder. So, Schild ist weg. Also ich glaube, dann noch mit dem Begleiter zu managen, das wäre zu viel. Man könnte es sicher hinbekommen, aber... Stopp! Schild! Das ach, ist der ja... Durch hier. Guck mal, hier. Ach, da ist er wieder. Da ist er ich habe mich kurz ausgeruht. Da steht er wieder auf. Und jetzt wieder drauf. Wie viele Steine habt ihr? Verbraucht ihr hier nicht euren letzten Vorrat oder habt ihr noch genug? Also ungefähr um die 100 liegen noch im Lager. Ah, okay, na dann. Also, das macht nichts. So ein paar Mal sterben schadet echt nicht. So, jetzt Damage, Damage, Damage. Schaffen wir es noch? Und ich sehe schon, er geht gleich in die Knie. Jawoll! Jawoll! So, keiner hat sein Pet raus. Ja, also keiner lootet. Gelootet. Ich habe einen Verbesserungsstein bekommen und Lurch ein Set-Teil. Also hat sich nicht so gelohnt für den Aufwand, das stimmt schon. Ja. Aber war auf jeden Fall ein herausfordernder Kampf. Also so ein bisschen. Ja. Ihr seid ja schon zu stark schon eigentlich spannend. Für hier. Wann war ihr das erste Mal drin? Wisst ihr das noch so? Ich war das erste Mal mit 57 war ich auch drin. Okay. Ja. Ja, das kommt auch ganz gut bei mir hin, ja. Und kommt jetzt schon dieser ganz heftige Gegner oder ist da noch vorher was? Wie viele Bosse gibt's hier? Puh, wir haben jetzt 3 weg, oder? Ne, 4 haben wir schon weg. Wir haben 4 Bosse weg und es kommen noch 3, glaube ich. So viele noch? Der lohnt sich ja wirklich, der Dungeon. Ja, also von den Items her. Wenn man die Trash-Mobs nicht besiegen muss. Genau. Ich meine, Seven Core ist ja darauf ausgelegt, wenn ich mir die Beschreibungen von meinen Flächenzaubern durchlese, bis auf maximal 20 Gegner, also die meinen ja schon, dass man 20 Gegner auf einmal besiegt hier. Das soll man ja hier so farmen, aber trotzdem, das ist mir doch ein bisschen zu viel. Okay, also. So, ich lade noch kurz die Energie vom Käfer auf und dann kann es losgehen. Ab hier kämpfen wir jetzt. Oder sehe ich hier einen Boss? Ab jetzt wird wieder kurz durchgerannt. Okay. Ah, durchgerannt, okay. Ah, dass du wieder deinen... Das braucht ja 100 Energie, gell? 60. 60 nur? Moment, das muss ich mir jetzt... Ich glaube, ich hole mir... Ah, stimmt, 50 sogar hier. Das, ich glaube, das hole ich mir auch. Da brauch genau ich richtig, 50. Beim Beschwören waren es die 60. Stimmt, ja. Na ja, dann, auf, so. Auf. Mal hinterher, den Mann mit der... Oh, und gleich daneben gesprungen. Ah, genau, wo ich alleine drin war, war diese Tür geschlossen. Welchen Boss muss man da besiegen, dass die aufgeht? Wisst ihr das? Den Wasserader Amuntulas, den wir gerade hatten. Okay. Den muss man besiegen, also diesen Shit-Boss, den muss man eigentlich nicht besiegen, um alle anderen Bosse zu töten, aber den haben wir jetzt so als extra mal mitgenommen. Fleißaufgabe, so gehört sich's. Ich hoffe, ich überlebe das. Augen zu und durch. Boah, das sind viele. Ja, wenn du durch die AOEs durchläufst. Ja, ich habe ein bisschen geschaut, aber ich glaube, es geht. Gut, du bist auch schon gleich da wieder. Boah, das ist so schnell mit 100%. Ich sehe nur diesen Staub hier von deinem kleinen Buff.
Ich sehe. Oh, da ist ein Boss. Ich wäre fast durchgelaufen. Ziemlich große Fläche, das finde ich cool. So eine fette Arena. Das kündigt schon mal einen coolen Kampf an. Ja, und die braucht er aber auch für seine besonderen Fähigkeiten, dieser Boss, die fette Arena. Amuntalas. Der kann ein bisschen mehr. Okay. Will mir jemand verraten, was der kann, dass ich mich darauf einstellen kann? Der Erste, der ihn angreift und zu der Zeit Aggro hat, der bekommt erstmal 3 seiner kleinen Freunde mit ungefähr 100.000 Leben an die Backen. Oha. Dann macht er noch ein AOE um sich rum mit so Feuerwirbeln. Den sollte man am besten ausweichen, außer man hat schon genug Verteidigung. Und diese 3 zusätzlichen kleinen Bäume, die er macht, die kann er auch noch ein zweites Mal und sogar noch ein drittes Mal machen. Das kommt aber immer drauf an, wie er gerade gelaunt ist. Okay, das heißt, einfach aufpassen und nicht verbrennen. Aufpassen und nicht verbrennen. Gut, also ich bin ready. Alles klar. Der Lurchi darf dann die Bäume nehmen, ne? Natürlich. Sehr schön. Ah, so, hier ist das Feuer. Feuer da. Okay. Dein Pet wird allerdings nicht vom Feuer angegriffen. Das heißt, das kannst du da einfach drin stehen lassen. Das ist praktisch. Kein Problem. Das heißt, wenn mich so ein Ball berührt, macht er einfach Schaden, oder wie? Du kannst ja einmal reinlaufen und gucken. Klingt verlockend, aber danke, nein. Also an mir machen sie jetzt noch 200. Am Anfang haben sie an mir bis zu 700 gemacht. Ja, okay, dann probier ich's doch mal aus, wie schwach ich bin. Da sind die kleinen Bäumchen. Ich schaff's nicht mal mit Absicht reinzulaufen. Oh, jetzt war's. Oh, doch, da. Oh, das waren aber 1100, oder? Das war heftig, ja. Naja, wie gesagt, ich gehe komplett auf Crit eigentlich. Abwehr interessiert mich kaum, weil ich kite die Mobs eigentlich immer nur, lauf im Kreis herum mit denen. Und im Optimalfall werde ich da nicht getroffen. Deshalb, ich gehe komplett auf Crit. Vielleicht ändere ich das mal noch, keine Ahnung. Das war alles Rubinring? Oh, gefertigter. Ist doch klasse. Gummiarmschutz. Ja. Rubinring ist doch klasse. Ist ein lila Rubinring? Nein, 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 ein blauer. Ah, okay. Blauer. Nee, ich habe noch so einen Gummiarmschutz bekommen, so einen für leichte Rüstung. Möchtest du den haben? Ist der lila? Der ist lila, 63. Ah, das dauert noch. Ich habe jetzt für meine Waffe schon eine Levelminderung eingesetzt. Jetzt möchte ich, ja, mal schauen. Bisschen kann sich ja auf Lager legen. Da ist schon so viel Krempel drin. Habt ihr schon die, was ist die höchste Inventarerweiterung? Ich bin momentan bei 1000 Gold. Die höchste ist 10.000. Seid ihr da schon? Ich bin jetzt bei der. Die für 1000 Gold habe ich schon gemacht. Boah, nicht schlecht. Also ich bin jetzt bei 736 Gold. Ich weiß nicht, ob ich mir die dann holen soll. Oder das Gold noch ein bisschen sparen. Für 1000, da habe ich lange mit mir gekämpft, wie ich das dann wirklich machen wollte. Das kann ich mir denken. Oh, der nächste. Urba. Das Baummonster aus der Tiefe. Das ist jetzt mein Lieblingsgegner. Weil der rastet immer so schön aus. Okay, klingt. Ich habe Angst. Nein. Der greift ja nicht dich an. Na gut. Oh, der kann auch wieder so ein AOE machen. Allerdings mit so Wind-Blitzwirbeln. Den werden wir auch gleich sehen. Na, ich bin gespannt. Aus Gewöhnungssache renne ich die ganze Zeit um die Mobs herum. Eigentlich kann ich auch stehen bleiben, aber das ist irgendwie so langweilig. Oh, er brennt. Er geht in Flammen auf. Epische Musik im Hintergrund. Das finde ich auch cool. Bei den Bossen normalerweise ist es eher recht ruhig und man hört die Waffen und die Gegner. Und dann bei den Bossen legen sie eine spezielle Platte ein und dann dum dum da da dum. Epische Musik. Wow! Oh, jetzt hast du Aggro. Das war sicher nicht mit Absicht. Wow! Ah, Lurchi hat. Aber ich glaube, jetzt macht er seine Spezialfähigkeit, oder? Ja, sieht ganz so aus. Ah, also so wie das Feuer, so in etwa Edelstein des Geistes. Also, die Drops sind wirklich cool. Also, so viele Bosse und so viele Items, das lohnt sich auf jeden Fall. Da kann man so, ordentlich. So, und hier geht's dann noch zu den Schatzkisten. Ordentlich Geld. Schatzkisten? Hast du gerade Schatzkisten gesagt? Oh, ja. Oh, lecker. Wer kriegt welche oder wie geht das? Oder? Ja, in der Gruppe verteilt. Einfach angreifen und dann passt das. Oder du lässt es deinen Käfer machen oder du flambierst sie oder. Wie auch immer. Jade der Rückkehr, yes! Amalgam, Doppelpistole, aber leider eine blaue. Das heißt, das ist der Bonus-Loot am Ende, wenn man den Dungeon fertig hat, oder sind wir noch nicht fertig?
ein allerletzter Boss kommt noch. Ah, okay. Cool. Aber das ist eine schöne Abwechslung hier. Mit den Schatzkisten finde ich cool. Ja, und da bekommt man auch so Fertigungsmaterial raus mit hier Essenz der reinen Wildheit und ja. Ah, ich sehe es gerade, stimmt. Wie viele waren das? Hast du da eins bekommen oder gleich mehrere? Ich habe jetzt gar keins bekommen. Ah, Loch hat es bekommen, ja, stimmt. Ich habe dir jetzt 3. 3, cool, okay. Ja, nicht jetzt schlecht. Laufen wir eigentlich von der falschen Richtung rein, aber das macht ja nichts. Also ich folge dir einfach mal. So ist es kürzer. Aber ich glaube, Lurch ist von der anderen Richtung, oder war der schon vorher? Ah, hier haben wir ihn. Sieht ein bisschen so aus wie der vorige. Nein, doch nicht. Der andere war mit Holz. Arakorum. Ja, möchtest du ihn alleine machen? Ja, klar, gerne. Also, alles klar. Danke für die Gruppe. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, würde ich sagen. Ich pull schon mal, okay? Ja, pull doch mal. Aber mal ein bisschen Spaß. Also, ich glaube, ich bleibe mal ganz hinten. Ich suche mir hier ein schönes Eck hier. Na gut, ich fange an. Jetzt habe ich Angst. Der hat einen super Skill, den macht er gerade. Dabei steht er einfach nur rum, hat 50% Abwehr weniger und lässt sich einfach nur hauen. Ja, das ist natürlich sehr cool. Ja, der Skill ist wirklich sehr sinnvoll. Also das muss man ihm lassen, dem Boss hier. Blendschuss. Ich schaue mir die ganze Zeit diese Debuffs immer an. Aber in Seven Core gibt es eigentlich gar nicht so viele. Ab und zu Blutung ist nicht wirklich ein Debuff. Dann Blendschuss von mir, Präzisionsrate um 15% reduziert. Was hast du hier noch? Reduziert Lebenspunkte. Ah, das ist auch nur ein Dot. Allzu viele Debuffs gibt es hier gar nicht. Alles auf Damage eigentlich ausgelegt. Ja, schon sehr stark. Essenz. Ah, das war ironisch gemeint, nehme ich an, oder? Ich habe jetzt so auf irgendeine Explosion oder so gewartet. Nee, das war, der kann gar nicht so viel. Okay. Der steht da einfach und lässt sich töten. Gut, das heißt, ja. Das wäre der Dungeon? Das wäre der Dungeon, soweit. Bis auf den Ausgang, oder man kann es natürlich in der Gruppe auch so machen, dass man dann die Gruppe verlässt, dann steht man wieder direkt davor. Aber wir können uns auch den Ausgang noch anschauen. Da ist noch auch dieser eine Baum, den man für die Quest braucht, den könnte man sich noch mit anschauen. Ja, okay, dann führ uns mal hin. Ich hab mich gerade ein wenig verirrt, ich laufe mal dem Lurch hinterher, der kennt den Weg. Der kennt sich aus. Ja, hier sind wir richtig. Große Gegner, ja, da sind wir richtig. Die Quest habe ich leider noch gar nicht, aber ich konnte es nicht mehr erwarten, weil irgendwie, ich weiß nicht, viele Quests habe ich momentan noch gar nicht mit 55 mehr. Jetzt dachte ich mir einfach, schauen wir mal hier in den Dungeon rein, ein paar lila Items farmen vielleicht. Bei mir war die Ausbeute jetzt nicht so groß, muss ich sagen. Na, wenn es denn soweit ist, kennst du jetzt schon den Weg. Jetzt kenne ich den Weg, brauche ich nur noch Leute, die das dann auch schaffen. Aber wenn man so ein Begleittier hat mit 100% Geschwindigkeit, geht es ja wirklich einfach von Boss zu Boss. Ob das so gedacht ist von den Entwicklern, dass das hier so einfach ist? So viele Trash-Mobs. Ich schätze mal normal jetzt, das waren hier so 30 Minuten, normal würde das ja locker... Wow! Fast runtergefallen. Normal würde das ja locker hier 2 Stunden dauern, wenn man wirklich jeden Gegner umnietet. Ziemlich cool, ja, wieder eine neue Musik. Lange dauern. Baum des Schicksals. Ja, leider habe ich jetzt leider nichts. Da würde man jetzt ein Blatt von dem Baum abreißen und damit die letzte Quest des Dungeons erfüllen. Und dann kommt man über den uralten Grabstein wieder raus. Cooler, kann man den Dungeon verlassen. Dungeon. Gehen wir raus? Ja. Oder? Ja, machen wir das doch mal. Gut. Grabstein, bring uns bitte nach draußen. Oh, hier ist man jetzt, okay. Gleich zum Spänefarmen weitermachen, oder wie? Ja, so ungefähr. Also, ziemlich cooler Dungeon, Trümmer von Ionia. Ich werde da wahrscheinlich nochmal reinschauen, wenn ich dann die entsprechenden Quests habe, aber ich konnte es einfach jetzt nicht mehr erwarten, wollte da schon mal hineinschauen, weil irgendwie hat mich die Quest da schon vor die Tür direkt geführt, aber nicht hineingelassen. Aber danke an die Gilde Garten Eden. Besonders an Sherman und Mr. Lurch, die mich hier durchgeführt haben. Also während dem Levelbereich ist, unbedingt da mal reinschauen und ordentlich Gold farmen und scheffeln. Und den Weg haben wir jetzt schon gesehen. Ja, das war's von Let's Play 7 Core.
Wie immer in meinen Videos haben die Gäste das letzte Wort. Ihr könnt jetzt Werbung für eure Gilde machen. Wollt ihr da, braucht ihr Bewerber oder irgendwas sagen? Ihr könnt eure Oma grüßen, was ihr wollt. Also, Sherman. Ja, ich würde sagen, ich bedanke mich auch, dass ich dabei sein durfte und Werbung für unsere Gilde machen. Wir haben mega viel Spaß, sehr viele nette Mitglieder. Also ich mag eigentlich alle, das ist seltsam in der Gilde, weil sonst hat man ja immer irgendwen, den man nicht so leiden kann. Aber die sind alle ganz nett, das ist wirklich schön hier, bringt Spaß. Bewerber immer gerne grundsätzlich. Wir freuen uns über jeden Neuen, sind da auch gerne hilfsbereit. Fragen sowieso vorhanden, auch wenn ihr nicht in die Gilde wollt, anschreiben und fragen könnt ihr immer. Und ja, hat Spaß gebracht. War schön. Ja, ich sage auch Dankeschön, dass wir dabei sein durften. Schließe mich den Worten meines Kollegen Sherman an und wünsche euch allen noch viel Spaß mit Sevencore.